Ausschuss überweisen. Die Gegenprobe. Enthaltung, dann hat dieses Überweisungsbegehren keine Mehrheit gefunden und wir kommen zur Abstimmung in der Sache. Wer möchte sich nun dem AfD-Antrag anschließen? Gegenprobe, Enthaltung, dann hat dieser Antrag keine Mehrheit gefunden und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 110 der Drucksache 2439, ebenfalls in einer Neufassung. Antrag der AfD-Fraktion, also doch, ein allgemeines Silvesterverbot ist beschlossen und muss nun vom Tisch. Auch hierbei handelt es sich um eine von der antragstellenden Fraktion angemeldete Kurzdebatte mit je 2 Minuten Redezeit pro Debattenbeitrag und Herr Schulz erhält das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, wer heute bereits das Abendblatt lesen konnte, hat einen Einblick über den Schaden erhalten, welcher am vergangenen Wochenende angerichtet wurde. Der Geschäftsführer des Feuerwerksherstellers Weco, im Übrigen das einzige Unternehmen in der Branche, das seine Pyrotechnik noch in Deutschland produziert, also nicht nur Umsatz generiert, sondern Arbeitsplätze schafft. Dieser Geschäftsführer teilte uns mit, dass nun im Endeffekt die Mitarbeiter einer ganzen Branche, einer weiteren Branche, vor dem Abgrund stehen. Während es bei der Luft- und Schifffahrt auch externe Faktoren eine Rolle spielte, etwa wenn die Zielländer ihre Tore verschießen und somit für einen Stillstand sorgen, schaffen wir es hier gänzlich autark, eine weitere Branche zu zerstören. Die Umsatzeinbußen liegen im dreistelligen Millionenbereich und können nach aktueller Gesetzeslage mit den üblichen Corona-Überbrückungshilfen nicht abgefedert werden, da nahezu der gesamte Jahresumsatz in faktisch 3 Verkaufstagen erwirtschaftet wird. Und als wenn dieser Kompromiss vom Wochenende nicht schlimm genug wäre, geht Hamburg noch weiter. Ein Ergebnis lautet, Feuerwerksverbote sollen auf durch die Kommunen zu definierenden Plätze, welche als potenziell publikumsträchtig einzustufen sind, erlassen werden. Das hilft zwar nicht der angesprochenen Branche, ermöglicht es aber den Bevölkerungsteilen, welche noch ein paar Reste aus dem Feuer im Keller haben, diese auch nutzen zu können. Aber nein, ein Senator Grote stellt sich keine Stunde nach der Konferenz vor die Kamera und verkündet, man werde einer jeden Rakete mit aller Härte des Rechtsstaats nachgehen. Liebe Kollegen, das ist ein totalitärer Machtmissbrauch der Entscheidung vom Wochenende, der zugleich gänzlich realitätsfern ist. Als Bewohner eines Stadtstaats, umgeben von 2 Bundesländern, welche eben kein flächendeckendes Verbot erlassen haben, fahre ich dann halt wenige Kilometer in die eine oder andere Richtung und verpulver meine Reste aus dem Feuer dann halt im niedersächsischen Acker. Verbunden mit der menschlichen Dynamik, welche Sie ja verhindern wollen. Wir appellieren an Sie, erkennen Sie diesen Fehler und korrigieren Sie ihn, solange es noch möglich ist. Dankeschön, Herr Schulz. Herr Quatsch von der Fraktion Die Grünen erwidert für die übrigen Fraktionen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Schulz, wir haben heute am Anfang der Debatte ausführlich darüber diskutiert, wie die aktuelle Corona-Situation ist. Wir haben ausführlich darüber debattiert, warum die Maßnahmen, die der Senat entlassen hat, notwendig sind, um der Pandemie Herr zu werden. Ihr Antrag kommt jetzt hier hinterher, ist schon begründet und diskutiert, warum er nicht zielführend ist. Deswegen ersparen wir uns eine weitere Debatte und werden den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Ja, jetzt erhält das Wort Herr Schulz für die AfD-Fraktion. Ja, werter Kollege, wir haben viele Meinungen gehört. Ups, jetzt fällt das runter, das ist ja interessant. Wir haben viele Meinungen gehört, aber wenig Fakten und deswegen helfe ich dabei. Sie haben gesagt, verbinden wir es mal, Silvesterverbot, Sie schützen die Gefährdungsgruppen. Nein, denn repräsentative Studien über Statista, über YouGov
geben an, dass alle ihre Gefährdungsgruppen so oder so auch die Vorjahre kein Silvester feiern. Und im Übrigen kommt Silvester auch nach Weihnachten und daher, Ostern ist auch noch ein bisschen weg, zieht auch nicht ihre Verschleppungstheorie, ja, dass die jungen Leute, die sich dann anstecken, das nächsten Tag zu Oma und Opa tragen. Das fällt schon mal weg. Des Weiteren sagen sie, sie schützen mit dem Silvesterverbot die Krankenhäuser vor einer Überlastung. Das ist, kann auf den ersten Blick korrekt sein. Denn die vielen Silvesterverletzungen eines jeden Jahres lassen sich nicht leugnen. Aber gucken wir mal in die Silvesterverletzungen. Deutschland erhebt da leider keine wissenschaftlichen Zahlen, zumindest Österreich aber, was ja wohl durchaus vergleichbar ist. Das Bundeskriminalamt hat nämlich dort festgestellt, über Jahre hinweg, dass 99% der Silvesterunfälle, ja? Herr Abgeordneter, gestatten Sie den Abgeordneten Herr Gewotsch eine Zwischenfrage? Das ist ja meine erste, wenn Sie die Zeit... Ja, ne? Habe ich gestoppt. Alles klar, das wäre toll. Danke. Was? Ach, ist gestattet. Wunderbar. Ich möchte nur wissen, Herr Schulz, auf welche Rede von mir Sie gerade reagieren. Sie zählen lauter Argumente auf, die ich gebracht habe. Ich habe lediglich gesagt, wir haben heute Morgen schon debattiert. Der Antrag ist überflüssig und ist abzulehnen. Insofern, ich finde es spannend, dass Sie vorbereitete Redebeiträge haben, die auf Debattenbeiträge von mir reagieren, die ich gar nicht gehalten habe. Ich habe Sie nicht persönlich auf Ihre Argumente eingegangen, sondern Sie haben ja gesagt, wir haben darüber gesprochen. Also greife ich alle Argumente ein, die einerseits hier besprochen wurden und die auch von der PK des Senats zur Begründung des Verbots vorgetragen wurden. Das ist alles. Kann ich weitermachen? 5 Sekunden kriege ich aber noch, ja? Okay. Wir waren, wie gesagt, bei der Unfallstatistik bezüglich Silvester, Böllern, Krankenhäusern. Ja? Das Bundeskriminalamt Österreich hat, wie gesagt, über Jahre festgestellt, dass 99% dieser Verletzungen durch illegale Feuerwerke erfolgt sind. Das heißt, das, was so gesehen davon gar nicht abgedeckt wird und was leider von Jahr zu Jahr weiterhin stattfindet. Das heißt, konkret, was machen Sie mit Ihrer Maßnahme? Sie drangsalieren oder zerstören eine Branche. Sie drangsalieren die sowieso rechtsstaatlichen und braven Bürger. Ja? Und die Gruppe, die das sowieso jedes Jahr macht, die wird das auch dieses Jahr machen. Sie macht es schon. Ich zu meinem Teil, ich gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Ich höre das jetzt schon bei mir im Viertel. Ja? Wir werden es erleben. Wir werden Verletzungen in den Krankenhäusern erleben. Wir werden Feuerwerke an Silvester erleben, trotz Ihrer Verordnung. Die Leute, die das sowieso machen, sagen gelesen, gelacht. Ihre Redezeit ist zu Ende. Auf Ihre Begründung für die Zerstörung einer Branche gespannt. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, so dass wir zu... Doch? Ja, es kriegt... Das Wort erhält Herr Waldschak für die AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, regen Sie sich nicht so auf. Sie haben sich ja gerade ein wenig über Herrn Schulz mokiert, aber wissen Sie, was der eigentliche Witz an dieser Sache ist? Dass Sie mit Ihrer neuen Corona-Verordnung eine ganze Branche an der Arbeitsplätze hängen, an der Umsatz hängt, an der das Wirtschaftsleben hängt, ja, an der Schicksale hängt, dass Sie das hier mit 3 Sätzen abspeisen. Das ist doch das eigentlich Lächerliche und Erbärmliche. Ja? Und um es Ihnen ganz deutlich zu sagen, in dieser Pauschalität wird Ihr Verbot, da bin ich der festen Überzeugung, auch nicht bestehen bleiben. Ja? Ich habe einen befreundeten Rechtsanwalt, der hat mir schon erzählt, dass er gestern Klage erhoben hat in Niedersachsen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir in den nächsten Tagen zu diesem Silvesterverbot bundesweit werden lesen können. Ich prophezeie Ihnen, es wird mindestens ein Gericht geben, das dies zu Fall bringen wird. Und damit wiederholen Sie nur das, was Sie das ganze Jahr über gemacht haben, nämlich unverhältnismäßige Zwangsmaßnahmen zu verhängen, die auch überhaupt nicht dem Infektionsschutz nützen. Machen Sie sich bitte nicht lächerlich. Vielen Dank. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, so dass wir zur Abstimmung kommen. Wer also dem Antrag der AfD-Fraktion aus Drucksache 2439 Neufassung folgen möchte, dem bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltung,
Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt worden. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 72 auf, aus Drucksache 2381, Antrag der SPD- und Grünen-Fraktion, Corona-Warn-App schnellstmöglich weiterentwickeln. Es handelt sich hierbei um eine von der SPD-Fraktion angemeldete Kurzdebatte mit je 2 Minuten Redezeit pro Debattenbeitrag.